Na, wo ist die Dame deines Herzens? Das wollte ich dich gerade fragen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Es geht dir nicht gut, das merke ich, aber sie will nicht drüber reden. Jedenfalls nicht mit mir. Nimm es nicht persönlich. Das ist der Job. Wir dürfen nicht über alles reden. Aber ich kann dich beruhigen. Sie ist nur ein wenig abgespannt. Bis gleich. Bis gleich. Ach, Anna, mach dir keine Sorgen. Mir geht's ganz gut. Bin nur ein bisschen langsam heute. Ich glaube, du solltest heute nicht klettern. Doch, gerade heute, um das morgen zu vergessen. Du wirst das durchstehen, Beate. Du wirst morgen zur Polizei gehen und die Sache zu einem Ende bringen. Zu einem guten Ende. Du wirst doch zur Polizei gehen. Anna, ich bitte dich. Wie soll ich denn mit diesen Folgen leben? Wie soll denn mein Kind damit leben? Wie könnte er denn damit leben? Das wird uns zerstören, Anna. Ich bitte dich. Komm her. Bitte. Ihr werdet das durchstehen. Anna, du weißt überhaupt nicht, wovon du sprichst. Komm. Bitte dich. Wenn du nicht zur Polizei gehst, dann werde ich es tun. Ich muss es tun. Sonst mache ich mich schuldig. Du hast hier recht. Einfach keine Wahl. Und bitte vergiss das Klettern für heute. Aber willst du mir auch diese Entscheidung noch abnehmen, ja? Ja. Aber jetzt lass uns bloß bewegen gehen. Jetzt ist es wahnsinnig heute. Schnell. Hoffe. Mordkommission. Sie war Staatsanwältin, allerdings nicht in der Abteilung Kapitalverbrechen. Ich hatte wirklich noch nie mit ihr zu tun. Umso erstaunlicher, dass sie nach dir verlangt hat. Hanna Prühl, nie gehört den Namen. Hämatom über dem linken Auge, Abschürfung, Jochbein, Stirn. Sie ist beim Vorstieg abgestürzt. Riskante Sache, der Vorstieg. Da bringen Sie das Seil nach oben und bewegen sich mehrere Meter über der letzten Zwischensicherung. Das erhöht wohl den Trainingseffekt. Ja. Was ist das da? Winzige Kratzer, sehr regelmäßig. Sie sind aber auf jeden Fall älter. Ihre Verletzungen sehen doch nie so aus, als wäre sie mit großer Wucht hier gegen die Wand geknallt. Die Frage ist doch, warum ist sie überhaupt gegen die Wand geknallt? Profis lernen doch das Stürzen zuerst. Anschlagstelle an der Schulter. Aber weder an den Armen noch an den Händen. Das sieht so aus, als hätte sie gar nicht versucht, ihren Kopf zu schützen. Oder sie war dazu nicht in der Lage. Joe Hoffert, zweite Mordkommission, Dr. Kolmer, Rechtsmedizin. Frau Wieland. Ist das hier der Spind? Nein, das ist Hannes. Ich möchte Ihren Lebensgefährten benachrichtigen. Er ist zurzeit in Asien und ich suche seine Telefonnummer. Dann gehörte das wohl auch der Toten. Sie gestatten, dass ich das dann an mich nehme. Sie waren sehr eng befreundet mit Frau Brühl. Ja. Ich weiß aber nicht, warum sie ihren Namen genannt hat. Wissen Sie vielleicht, ob sie Herzprobleme hatte oder chronische Krankheiten? Nein, sie war kerngesund. Aber aus irgendeinem Grund war sie nicht in der Lage, eine Kollision mit der Wand zu vermeiden.
Vielleicht ist sie nicht optimal gesichert gewesen. Nach Aussagen mehrerer Zeugen hat der junge Mann vorschriftsmäßig gehandelt. Hat sie vor dem Klettern noch etwas zu sich genommen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich muss jetzt nach Hause, mein Kind wartet auf. Natürlich, die Ausrüstung der Toten und die persönlichen Gegenstände werden wir asservieren. Danke. Konnte ich da so etwas Verkrampftes bemerken? Eine gewisse verklemmte Note in eurer spärlichen Konversation? Ihr kennt euch wohl. Ihr kennt euch auch. Beate Wieland. Das war die Wieland? Oh Gott. Und ich habe mit der geredet, als wäre sie branchenfremd. Und der alarmierende Eindruck, den sie jetzt von deiner Beobachtungsgabe hat. Oh Gott, peinlich. Dabei habe ich die Frau einmal gesehen. Wie hätte ich sie da wiedererkennen können? So verschwitzt und im Hemdchen. Sehr untypisch. Die Wieland, habe ich mich blamiert? Allerdings. Ich spüre einen bösen, stechenden Schmerz links der Brustmitte. Stirb und du hast meine ganze Fürsorge. Halswirbelsäule und Gehirn unverletzt. Rückenvenen intakt. Keine sekundärtraumatischen Blutungen. Also der Sturz hat sie definitiv nicht umgebracht. Keine körperfremden Substanzen im Blut, Urin und Gallenflüssigkeit. Aber Schockveränderungen an den Organen. Starke Schwellung an Kehlkopf, Schleimhäuten, könnte eine allergische Reaktion sein. Könnte. Wenn wir die Antikörper nachweisen, wissen wir es definitiv. Das schaffe ich noch. Gehen wir mal schnell ins Labor. An einem lauen Sommerabend, tapfer. Mein Leben gehört der Wissenschaft. Ich warte auf dich. Also entweder drückt mich meine Beobachtungsgabe erneut oder sie plant einen Anschlag auf deine Keuschheit. Ich werde erbittertsten Widerstand leisten. Ja, das sieht man dir an. Diese Spuren hier am Unterarm, die könnten von einem kürzlich stattgefundenen Allergietest stammen. Der wäre dann so ein, zwei Tage alt. Vielleicht findest du was in der Unterlage. Ja, hier. Dr. Weber, Hautarzt, Allergologe. Na bitte. Das Ergebnis hat man übrigens bereits nach einer halben Stunde. Das hieß ja, Hanna Brühl wusste, wogegen sie allergisch ist. Aber ein paar Bekannte vielleicht auch. Magst du während lieber als mich? Was? Was ist denn da? Du bist doch mein Sohn. Nie werde ich jemanden lieber haben als dich. Du mein allerliebster Schatz. Meine Maus. Kann ich einschlafen? Was? Willst du bei Mama schlafen? Ja, wie viele Kuscheltiere darf ich mitnehmen? alle, die du willst. Gute Nacht, Yoshi. Ich mag dich sehr, aber dass er Mami jetzt teilen muss, daran muss er sich noch ein bisschen gewöhnen. Du musst nichts entschuldigen oder erklären. Er hat so an Hanna gehangen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich es ihm sagen soll. Mama, komm! Ja, mein Schatz, ich komm jetzt. Ich muss mich jetzt zu ihm legen, sonst wird er nicht einschlafen. Wenn du gehen möchtest, dann ist das völlig okay. Warum sollte ich gehen? Das Sofa ist groß und sehr einladend. Mama! Das Allergen selbst lässt sich im Körper kaum nachweisen. Aber wenn wir Antikörper haben, können wir sie in Frage kommenden Allergenen aussetzen. Und wenn die Antikörper reagieren, dann wisst ihr, was es war? Ja. Gib mal was trinken. Fahnenflucht? So, geh jetzt mal nach Hause. Na, viel Spaß. War was passiert? Nichts, was ich bereuen müsste. Du bist nach dem ersten Glas Wein eingeschlafen. Schande. Was? Ich habe zwei Theorien. Erstens, meine Attraktivität hat gelitten. Zweitens, du wirst alt. Bevor wir entscheiden, sollten wir ein toxikologisches Gutachten von diesem Wein erstellen. Ach Gott, Gutachten. Sag mal, schaffe ich noch zu duschen? Wie sehe ich aus? Niedlich. Das ist ja furchtbar. Wer wird schon auf dein Aussehen achten, wenn er deinem wie immer brillanten Gutachten lauschen darf? Meinst du, was du sagst, oder willst du nur geheiratet werden? Musik.
Die Brutalität, mit der die 38-jährige Ruth Söllner getötet wurde, hat im letzten Jahr großes Aufsehen erregt. Hals, Brust und Unterleib des Opfers waren übersät mit Messerstichen. Der Angeklagte Uwe Rath ist wegen sexueller Nötigung vorbestraft und im Kollegenkreis war bekannt, dass er in der Nacht ihres Verschwindens mit der attraktiven Ruth Söllner verabredet war. Auch ihr heute 18-jähriger Sohn Jakob Söllner wusste von dieser Verabredung. Jeden Tag ist Jakob auch heute im Gerichtssaal anwesend und verfolgt den Prozess mit großer Tapferkeit. Ja, ich war mit Ruth Söllner verabredet. Ich habe die ganze Nacht gewartet, aber sie ist nicht aufgetaucht. Das ist alles, was ich zum Tatvorwurf zu sagen habe. Ich werde keine weiteren Fragen beantworten. Wir setzen die Verhandlung mit der Vernehmung des Zeugen Hoffer fort. Herr Kriminalhauptkommissar Hoffer, bitte. Entschuldigen Sie, aber den Angeklagten, den lassen Sie jetzt einfach in Ruhe, oder was? Der Angeklagte hat das Recht, Aussagen zu verweigern. Herr Söllner, das Gericht hat Mitgefühl mit Ihrer Situation, aber Sie dürfen die Verhandlung nicht durch Zwischenrufe stören, sonst müssen Sie den Raum verlassen. Herr Hoffer, ich kenne ja das Prozedere. Ja. Mein Name ist Johannes Hoffer, ich bin Leiter der zweiten Mordkommission und bin mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Herr Hoffer, Sie konnten an der Leiche von Ruth Söllner keine Täterspuren nachweisen? Nein, die Leiche lag 5 Tage im Wasser. Ebenso wenig konnten Sie Spuren des Opfers bzw. Anhaltspunkte für die Beseitigung solcher Spuren in der Wohnung des Angeklagten nachweisen? Bis auf das mutmaßliche Tatwerkzeug, das Taschenmesser des Angeklagten, das bis in alle Zwischenräume hinein auffallend gründlich gereinigt wurde. Auf die Tatwaffe kommen wir später noch zu sprechen. Als der Rechtsmediziner Dr. Kollmer den Angeklagten auf Verletzungen untersucht hat, die das Opfer ihm beigebracht haben könnte, waren Sie anwesend? Ja, das war ich. Ist es richtig, dass es zwischen dem Angeklagten und Dr. Kollmer zu gewissen Spannungen kam? Also als gewisse Spannung würde ich das nicht bezeichnen. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Dr. Kollmer beschreiben? Geht sie über den beruflichen Kontakt hinaus? Stimmt so, danke. Als prozessentscheidend gilt das rechtsmedizinische Gutachten von Dr. Robert Kollmer. Es soll beweisen, dass die brutalen Stichverletzungen des Opfers von der Klinge des Taschenmessers herrühren, das der Angeklagte immer bei sich trug. Ich sage dir, ein Zahnarztbesuch ist wirklich Wellness dagegen. Ich habe keine Ahnung, was das Hohe Gericht vorhat, aber Sie haben sich ausschließlich für die Zwischenfälle bei deiner Untersuchung des Angeklagten interessiert. Und sie behält sich vor, mich nochmals als Zeugen zu laden. Tut mir leid, ich kann mir deinen großen Auftritt hier nicht ansehen. Dr. Robert Kollmer, bitte. Dr. Kollmer hat sein Gutachten, die mutmaßliche Tatwaffe betreffend, erstellt, nachdem er den Besitzer dieses Messers kennengelernt hatte. Und wie der Zeuge Hoffer bestätigt hat, verlief die Begegnung zwischen meinem Mandanten und Dr. Kollmer äußerst angespannt. Mein Mandant stand nach seiner Verhaftung unter großem psychischen Druck und hat seine Frustration in unangemessener Form gegen Dr. Kollmer gerichtet. Das kann nicht ohne Einfluss geblieben sein. Das ist doch lächerlich. Ganz im Gegenteil. Wir lehnen den Sachverständigen wegen Befangenheit ab. Das ist eine rufschädigende Unterstellung, die für Sie juristische Konsequenzen haben sollte. Meine Herren, ich möchte Ihr Zwiegespräch an dieser Stelle unterbrechen. Ja. Herr Dr. Kollmer, ich bitte Sie um Verständnis, dass wir Ihr Gutachten zunächst zurückstellen und Sie zu diesem Sachverhalt befragen möchten. Wenn es der Wahrheitsfindung dient. Hat Sie der Angeklagte während der Untersuchung mit obszönen Anspielungen provoziert? Er hat es versucht. Ist es ihm nicht gelungen? Nein. Das war nicht die erste Untersuchung dieser Art, die ich durchgeführt habe. Der Untersuchte ist nackt, das ist unangenehm, das versucht man zu überspielen und nicht jeder hat das Talent, das auf geschmackvolle Weise zu tun. Der Angeklagte hat den Wunsch geäußert, er möchte von Ihrer Kollegin Frau Dr. Judith Sommer untersucht werden. Ist es richtig, dass Sie ein ganz besonders enges, kollegiales Verhältnis zu Frau Dr. Sommer haben? Das ist richtig. Die obszönen Anspielungen des Angeklagten hatten insbesondere Frau Dr. Sommer zum Gegenstand. Wie haben Sie reagiert? Gar nicht. Ich habe mich auf meine Arbeit konzentriert. Was hat er über Ihre Kollegin gesagt? Ich denke, das ist Ihnen hinreichend bekannt. Ja,
Aussagen waren also derart, dass Sie sie hier nicht wiederholen möchten. Die Äußerungen des Angeklagten waren von denkbar abstoßender, zynischer und frauenverachtender Art. Und Sie hat es nicht weiter berührt? Es hat meine wissenschaftliche Objektivität nicht berührt. Nach Aussage des Angeklagten hat die Untersuchung länger als eine halbe Stunde gedauert. In Anbetracht der Tatsache, dass Sie keine Verletzung gefunden haben und auch nicht weiter zu untersuchen hatten, ist das unverhältnismäßig lang. Hat das so lange gedauert? Es würde mich überraschen, aber ich kann es selbstverständlich nicht ausschließen. Das Zeitempfinden ist ein subjektives. Ist es nicht möglich, dass Sie den Angeklagten länger als notwendig einer demütigenden Nacktheit ausgesetzt haben, also unbewusst sozusagen als Strafe für seine Entgleisungen gegenüber Ihrer Kollegin? Nein, das ist nicht möglich. Vor dieser Untersuchung hatten Sie eine siebenstündige Sektion an der Leiche von Ruth Söllner hinter sich. Würden Sie die Gewalt, der dieses Opfer ausgesetzt war, als besonders grausam bezeichnen? Ja, das würde ich. Sie standen also unter dem Eindruck eines unbarmherzigen, zerstörerischen Gewaltaktes gegen eine Frau. Und die zynischen, frauenverachtenden Anspielungen des Angeklagten gegenüber ihrer Kollegin hatten keine Wirkung auf Sie? Sie hat ein neues Gutachten anordnen lassen? Ja, das musste sie, nachdem sie mich wie einen Affekttäter hat aussehen lassen. Macht ihr mal keine Vorwürfe. Die Kunst der Befragung ist eine tückische. Und sie wird besonders gut von Frauen beherrscht. Das tut mir wirklich leid. Macht ihr keine Vorwürfe. Die Gazetten werden sich darauf stürzen. Na gut, sollen sie. Verständlich. Befangenheit. Eine Unverschämtheit. Ist ehrenrührig. Ich war nicht befangen. Sie hat es darauf angelegt, mich zu demontieren. Warum sollte sie das tun? Ja. Aus persönlichen Gründen. Und was soll das heißen? Merkt ihr euch jede Frau, die hier mehr als einmal anruft? Nur die Hochkarätigen. Ach, da war was mit dir und der Richterin? Nein! Genau das könnte das Problem sein. Bevor ihr euch zu weiteren unwürdigen Spekulationen hinreißen lasst. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass eine Frau wie Beate Wieland aus so kleinlichen Motiven handelt. Nein, das Opfer wurde bereits eingeäschert. Ich habe hier vorliegen nur die Tatwaffe, die Fotos und den Untersuchungsbericht von Dr. Kolmar. Ja, wann könnte ich denn mit dem neuen Gutachten rechnen? Das ist ja gut. Das käme uns sehr entgegen. Darf ich dich mit Arbeit ablenken? IgE-Antikörper nachgewiesen? In großer Menge, ja. Ich habe auch mit ihrem Arzt telefoniert. Sie hat gerade einen Allergietest gemacht, das ist die Liste mit den positiven Reaktionen. Kiwi, Melone, Buchweizen, Sellerie, Feige, Passionsfrucht, Banane. Ausschließlich Lebensmittel? Sie war erst am Anfang der Diagnostik. Anlass war ein allergischer Schock vor 2 Wochen. Sie musste sogar in die Notaufnahme. Aha. Das hätte die Richterin doch wissen müssen, oder? Als enge Freundin anzunehmen. Hat sie aber nicht erwähnt. Sie hat sogar versichert, Hanna Brühl sei kerngesund gewesen. Komisch. Frau Wieland, kommen Sie doch rein. Ich bin immer noch auf der Suche nach den Telefonnummern. Ah, von dem Lebensgefährten, richtig? Ich glaube, da haben wir Glück, hier klemmt irgendwo was Fremdländisches. Hm? Ah ja, das könnte sie sein. Es ist mir übrigens sehr unangenehm, dass ich Sie gestern nicht erkannt habe und mich so oberlehrerhaft produziert habe. Ist mir gar nicht aufgefallen. Danke, das ist sehr liebenswürdig. Ich habe gerade herausgefunden, dass Ihre Freundin Hanna Brühl in einem alten Verfahren gegen Rat wegen sexueller Nötigung erfolgreich die Anklage bestritten hat.
Das ist Ihre Handakte. Sie lag da auf dem Schreibtisch. Also der Angeklagte schien Sie ja immer noch irgendwie zu interessieren. Hat sie denn den Prozess verfolgt? Das wird Ihre Arbeitszeit wohl nicht zugelassen haben. Verstehe. Wie Sie wissen, spätestens seit meiner gründlichen Vernehmung heute früh, habe ich dem laufenden Verfahren gegen Rat die Ermittlungen geführt. Kann es sein, dass Frau Brühl mich deshalb hat sprechen wollen? Das würde mich überraschen. Ich denke, sie hätte sich wohl eher an mich gewandt. Das ist anzunehmen. Wenn es um den Angeklagten geht, hätten Sie es wissen müssen. Möchten Sie mir noch eine konkrete Frage stellen? Im Augenblick nicht. Danke. Du meinst, sie ist bestochen worden? Das halte ich für ausgeschlossen. Du, deine hohe Meinung über die Richterin in allen Ehren, aber was wissen wir denn über sie? Vielleicht hat sie Spielschulden oder einen extravaganten Liebhaber. Die ist nicht bestechlich. Sie hat jedenfalls heute eine Vorstellung abgegeben, die aufs Äußerste argwöhnen lässt. Und die tote Staatsanwältin muss auch misstrauisch gewesen sein. Ich habe heute eine alte Handakte von ihr überflogen. Erstaunlicherweise enthält sie auch aktuelle Ermittlungsergebnisse zum angeklagten Rat. Zum Beispiel eine Liste über Telefonate und Besuche während seiner U-Haft. Leider nicht sehr ergiebig, weil nur sein Anwalt ihn angerufen und besucht hat. Sie hat inoffiziell ermittelt, ja? Und jetzt ist sie tot. Professor Werner, los bitte. Guten Tag. Max, guck mal, was ich hier habe. Mhm. Ich habe hier... Was machst du denn da? Du... Lass mal diese Übungen sein, das ist gefährlich. Ein kleines, unschuldiges Schaumgummiherz dient der Entspannung. Ja, eben. Am Ende fängst du nur an das Gute im Menschen zu glauben. Das hier ist eine alte Akte der toten Hanna Brühl und darin versteckt eine Auflistung sämtlicher Telefonate, die der angeklagte Rat nach seiner Vernehmung bis zum Antritt seiner U-Haft geführt hat. Entschuldige bitte, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir diese Auskünfte angefordert haben. Haben wir auch nicht. Hanna Brühl hat sie angefordert vor 2 Tagen. Offensichtlich hat sie jemanden gesucht, der dem angeklagten Rat gewogen ist und ihm hilft, den Prozess zu gewinnen. Herr Professor Loos, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Das vorgelegte Messer ist geeignet, die abgebildeten Stichverletzungen verursacht zu haben. Allerdings nicht die Schartenspur, die auf dem Foto 5a zu sehen ist. Nach Dr. Kollmanns Bericht ist die Klinge 11 mm tief in den Beckenknochen eingedrungen. Die Breite der entstandenen Läsion ist auf der Abbildung gut zu erkennen. Sie ist mit der Klingenbreite des vorgelegten Messers nicht in Einklang zu bringen. Ich habe Vergleichsstiche durchgeführt. Die Ergebnisse liegen Ihnen vor. Demnach würden Sie dieses Messer als Tatwerkzeug ausschließen? Ja, eindeutig. Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich nur um diese eine Schartenspur. Alle anderen Stichverletzungen passen immer noch zur Tatwaffe. Aber nur anhand dieser einen Schartenspur lassen sich präzise Angaben zur Klingenbreite machen. Trotzdem. Ich bin überzeugt, dass er die Frau getötet hat. 2 Kolleginnen haben ausgesagt, dass er das Opfer monatelang bedrängt hat. Und dass er zu aggressiven Ausbrüchen neigt. Verstehe Unbehagen. Aber wie sich die Lage jetzt darstellt, ist der Tatvorwurf nicht bewiesen. Wir müssen ihn freisprechen. Die Beweise waren eindeutig, ich bin unschuldig. Ich werde nie wieder als Richterin arbeiten. Nach diesem Prozess. Ein Freund von mir, ein Studienkollege in Hamburg, hat eine Anwaltskanzlei. Ich werde wohl sein Angebot annehmen. Das heißt, ich muss mir auch einen neuen Job in Hamburg suchen. Hier rein.
Tag. Ich bin Robert Kolmar. Und wer bist du? Der Yoshi. Mama muss was besprechen. Schau mal, was ich gemalt habe. Oh, das ist auch besonders schön. Das sind Mama und ich. Ah, ja. Guck mal, das habe ich abgemalt. Ach so. Da bin ich auch drauf. Da? Nein, da bist du nicht drauf. Doch, Mamas Bauch. Ah! Dr. Kolmar, lass uns doch bitte einen Moment allein jetzt. Gehen wir jetzt nicht ins Aquarium? Doch, mein Tasse, ich komme gleich nach. Geh schon mal vor. Ich will den Lufus Piscatorius sehen. Das wirst du aber, der Lufus Piscatorius. Ich hätte erwartet, dass mir das neue Gutachten zur Stellungnahme vorgelegt wird. Ich hab's doch an Ihr Institut geschickt. Ja. Nachdem das Urteil gesprochen war. Halten Sie das für einen Revisionsgrund? Hey, warte. Was ist los? Suchen Sie bitte nicht nach komplizierten Begründungen. Gewöhnen Sie sich ganz einfach an die Tatsache, dass auch Sie nicht unfehlbar sind. So. Ist das Gutachten schon eingetroffen? Liegt beim Chef. Ja. Kollege Loos hat recht, die Läsion am Beckenknochen ist zu schmal. Sie kann nicht von diesem Messer her rühren. Wenn das so eindeutig ist, wie konnte ich das übersehen? Dein Gutachten ist in sich schlüssig, aber du hast die Klingenbreite falsch angegeben. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich manipuliert habe? Natürlich nicht! Wenn ich das glauben würde, hätte mich längst der Schlag getroffen. Das sollte er auch. Hast du einen Fehler gemacht, das ist schlimm genug, aber den Schaden, den unser Ruf nimmt, den kann ich noch gar nicht überblicken, will ich nicht überblicken. Das ist nicht das Messer. Bitte? Das ist nicht das Messer. Wie? Ich hatte es oft genug in der Hand. Bei dem Messer, das mir vorlag, war der Griff spröder, abgenutzter. Die Klinge ging leichter. Das ist richtig sperrig. Die Klinge ist zu kräftig für dieses Modell. Das könnte heißen, dieses Messer ist für seinen infamen Zweck eigens zusammengebaut worden. Und könnte gegen die Tatwaffe ausgetauscht worden sein. Warum haben Sie ihn freigesprochen? Rat hat meine Mutter umgebracht. Bitte lassen Sie uns in Ruhe, ja? In Ihrem eigenen Interesse. Komm, steig. Mama, was wollte der? Ich weiß es nicht. Wir haben das Messer neben einen Zollstock gelegt, wie üblich, und fotografiert. Mehr nicht, wir haben es doch gleich rübergeschickt zu euch. Ihr habt das nicht detailliert vermessen. Haben wir nur unsere Daten und können nichts beweisen. Das sieht identisch aus, aber Feinheiten sind auf den Fotos nicht zu erkennen. Dein Wort wird nicht genügen. Ich habe eine Überraschung. Hanna Brühl hat die Telefondaten von Rath überprüft. Hier ist die richterliche Anordnung, die sie der Telekom gegeben hat. Und unterschrieben hat die Wieland? Das heißt, Hanna Brühl hat in ihrem Auftrag ermittelt. Das spricht nicht dafür, dass die Richterin bestochen wurde. Spricht dafür, dass sie erpresst wird. Wenn jemand ihr Leben bedroht oder das ihres Kindes, warum geht sie dann nicht zur Polizei? Weil sie was zu verbergen hat. Ja, und was kann das sein? Das weiß ich nicht. Na, bist raus, wie Hanna Brühl starb? Die Antikörper haben auf keins der bekannten Allergene reagiert, aber auf Latex. Wie bist du denn auf Latex gekommen? Kreuzallergie. Banane, Kiwi, das sind Hinweise auf eine Latexallergie. Ob ihr das selber auch bekannt war? Ihr Arzt wird sie über eine mögliche Kreuzreaktion aufgeklärt haben. Eine Latexallergie ist sehr gefährlich. Na, dann kann es ja die Richterin auch gewusst haben. Hoffer? Max, ja? Das kann sie aber erst in der Wand aufgenommen haben, sonst wäre sie gar nicht hochgekommen. Stimmt. Sein Anwalt will wissen, ob wir ihn schon wieder festgenommen haben.
Nein, leider nicht. Ja, ich wollte dem Vermissten sowieso einen Besuch abstatten. Ja, bis gleich. Unser Ex-Angeklagter Rat hat wichtige Termine bei seinem Anwalt versäumt und ist nirgends erreichbar. Na, wenn er schlau ist, macht er sich sowieso aus dem Staub, bevor sein Urteil in Revision geht. Seine Funk ist immer noch aus. Nicht, dass er mir fehlen würde, aber ich wüsste ihn gerne in staatlicher Obhut. Mann, nicht wehtun. Gib mir das Blut. Ja, hier auch. So, ab. Bei Latex reicht der bloße Kontakt. Und durch die Anstrengung des Kletterns wahrscheinlich auch die kleinste Menge. Möglicherweise hat sie es auch eingeatmet. Ihre Sachen, sind die noch da? Ja, die sind noch da. Vielleicht ist das Blut sein eigenes, da sie beim Randalieren die Hand verletzt. Was wollen Sie jetzt eigentlich wissen? Ob ich ihn umgebracht habe? Ja, das habe ich. Ich habe ihn umgebracht. Wenn du mich beeindrucken willst, dann müsstest du mir schon sagen, wie. Ich habe ihn abgestochen, wie er es verdient hat. Kommt das der Tiefgarage? Komm, bleib bei ihm, setzen rein. Bett. Wir haben das lang und breit besprochen. Komm, jetzt. Ich bin gleich fertig. Was ist das denn? Guten Abend. Was fällt Ihnen ein? Ich hatte den Eindruck, dass es Ihnen wichtig ist, zu erfahren, wie Ihre Freundin ermordet wurde. Hallo, Yoshi. Na? Hallo, bin fertig, Mama. Alle gelben und braunen für dich und alle roten für mich. Danke, so toll. Yoshi, jetzt gehst du wirklich ins Bett, ganz schnell. Wie ist Donna gestorben? Jemand hat Latexpulver in ihren Magnesiumbeutel gemischt. Das hatte sie an den Händen beim Klettern. Und das hat sie eingeatmet und sie hatte keine Chance. Und Sie glauben, das hätte ich getan? Wollte Hannah Brühl eventuell verhindern, dass sie im anstehenden Prozess manipulieren? Ich habe sie nicht umgebracht. Ihre letzten Worte waren Hoffer Mordkommission. Das ist eine klare Botschaft. Was glauben Sie, wollte sie ihm sagen? Beate. Womit werden Sie erpresst? Was weiß Rat oder irgendein anderer über Sie? Ich habe Hannah nicht umgebracht. Sie war meine engste Freundin. Nach meinem Sohn der liebste Mensch in meinem Leben. Mehr kann ich ihr nicht sagen, Robert. Entschuldigung. Ja? Hört mal. Flächenhafte Ablösung der Haut, Hauteinrisse vor und hinter der Ohrmuschel. Offensichtlich mehrmals überrollt. Moment. Stichwunden habe ich keine. Trotzdem kann ich den Jungen als Täter nicht ausschließen. Wir haben den Wagen des Toten gefunden. Steht zwei Blocks weiter. Schlüssel steckt, Blutspuren an Stoßstangen und Unterboden. Der hat ihn mit seinem eigenen Wagen überrollt? Ja. Der kommt zu mir ins Institut, ja? Bitte. Komm rein, Leda. Hallo. Yoshi, bitte keine Probleme machen, er schläft bereits tief und fest. Aber ich kann dir nicht sagen, wann ich zurück sein werde. Kein Problem, ich kann hier schlafen. Okay. Ciao. Möglicherweise wollte Jakob dem Rat sogar was antun. Ist nur zu spät gekommen. Wenn der oben die Wohnung noch demoliert, ist der Rat bereits tot. Okay, suchen wir einen anderen Täter.
Die tote Hanna Brühl hat doch offensichtlich nach jemandem gesucht, der dem Rat geholfen haben könnte. Der Mörder von Rat ist auch der Mörder von Brühl. Es muss ein Wissenschaftler sein, Biologe, jemand, der die lateinischen Namen von Fischen kennt. Was? Ah ja, und vor allem, der anwesend war, als die Staatsanwältin umkam. Wie heißt der Typ von der Wieland? Der aus der Kletterhalle? Ja, was machen wir? Moment, wir haben seine Daten aufgenommen. Der heißt Mettig. Bernd Mettig arbeitet im Höppner-Institut. Am Höppner-Institut? Ich glaube, die forschen an genmanipulierten Lebensmitteln. Der könnte über Allergien Bescheid wissen, auf jeden Fall. Gucken wir uns den mal an. Danke, ich möchte nicht. Danke. Was geht dir durch den Kopf? Hamburg? Du wirst eine großartige Anwältin. Ja, das ist ja schön, dass du noch an mich glaubst. Wo hast du eigentlich studiert? In Berlin, ne? Ja. Warum fragst du? Der Mann, den ich freigesprochen habe, der hat auch in Berlin studiert. Biologie. Kennt ihr euch? Ihr seid ein Jahrgang. Ich glaube nicht. Zwei Tage, nachdem die Akte Rat auf dem Tisch war, haben wir uns kennengelernt. War das Zufall? Oder hast du dich extra an mich rangemacht? Um meine Schwächen auszuspionieren. Was redest du da? Ich habe mich in dich verliebt. Nein, hast du nicht. Das hast du nicht. Du hast gelogen, du. Hast gut gelogen. Ich hab dir sogar geglaubt. Ich war sogar glücklich mit dir. Beate, bitte, bitte. Hast du mir diese Briefe geschickt? Mit diesen Artikeln über Kinderhandel? War das deine Idee, mich zu erpressen? Wegen Yoshi? Wieso haben wir nie in Betracht gezogen, dass es einen zweiten Täter geben könnte? Rat hätte gegen Mettig ausgesagt. Mettig musste ihn in seiner Logik rausholen und töten. Aber womit hat Mettig die Richterin erpresst? Das überlege ich auch die ganze Zeit. Vielleicht der Junge, Yoshi. Das kann eigentlich nicht ihr leiblicher Sohn sein. Sie ist rot-grün-blind. Bitte? Du komm, sprich offen zu mir. Ich bin dein Freund. Ja, die Markierung an den Stiften, sie ist rot-grün-blind. Mettig ist Gentechniker, dem muss das irgendwann aufgefallen sein. Ein rezessiver X-chromosomaler Defekt. Bei Frauen ganz selten. Aber er wird von Müttern in jedem Fall an ihre Söhne weitergegeben. Und Yoshi hat keinen Farbsinnfehler. Sie hat ihn adoptiert. Wo ist das Problem? Möglicherweise hat sie ihn illegal adoptiert. Sie hat eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Ach so. Und dann hat sie in einer Privatklinik einen Säugling übernommen, dessen Geburtsurkunde auf ihren Namen ausgestellt war. Das ist ja toll. Urkundenfälschung, Personenstandsfälschung. Alle Achtung. Das sieht man ja gar nicht gerne im Richteramt. Die beruflichen Konsequenzen wird sie wohl weniger gedacht haben. Ich weiß, wie Hanna gestorben ist. Du hast dich an ihre Ausrüstung angemacht. Du hast das Magnesium präpariert. Was hast du mit dem Angeklagten zu tun? Er hat mich erpresst. Ich war dabei, als er die Frau getötet hat. Wir hatten uns ewig nicht gesehen. Plötzlich stand er mit dieser Frau vor der Tür. Er hat erzählt, ich könnte ihr einen Job besorgen. Was? Die Frau ist hier getötet worden. Rat war betrunken. Die Frau tat mir leid, ich wollte sie nicht noch mehr demütigen. Also habe ich die beiden reingebeten. Wir haben geredet. Und als ich kurz im Bad war, dann muss die Situation zwischen ihnen eskaliert sein. Erzähl mir nicht, dass du mit dem Tod dieser Frau nichts zu tun hast. Du warst kaltblütig genug, Hanna umzubringen. Und? Wie stark fühlst du dich jetzt, hm? Sie hat sich auch stark gefühlt. Sie wusste, dass Rat scharf auf sie war. Sie hat ihn ausgenutzt, sie hat mit ihm gespielt. Hat auch versucht, mit mir zu spielen. Sie gehört zu den Frauen, die Männer für Idioten halten. Und als es ihnen nicht nach ihren Regeln ging, hat sie gedroht, es anzuzeigen. Willst du schreien? Ich habe meine Dienstwaffe auf Sie gerichtet. Das könnte eine größere Schweinerei geben.
Wo sie alleinstehend war, damit hatte ich mich abgefunden. Aber ich wollte so gern ein Kind haben. Und ich wusste seit 4 Jahren, dass ich nicht schwanger werden kann. Ein deutsches Gericht hätte den Yoshi niemals weggenommen. Die Leute, die mir Yoshi vermittelt haben, sind vor 2 Jahren aufgeflogen. Ich habe keine Ahnung, wie sie diese Kinder beschafft haben. Wird man mir das glauben? Selbst wenn man mir Yoshi nicht wegnehmen wird, wird man mich dazu verpflichten, den Kontakt zu seiner leiblichen Mutter zu ermöglichen. Und zu seiner Familie. Wie soll Yoshi denn damit leben? Wie soll er denn das verstehen, dass er ihnen weggenommen wurde, damit ich ihn kaufen kann? Du fragst dich, wie man als Mensch sowas aushält, hm? Alkohol. Aber vielleicht reicht auch ein Schaumgummiherz.